Na, hey, ich bin der Jay, willkommen zurück hier auf meinem Kanal und bei Black Future 88. Bei euch ist so ungefähr der Sonntag, eventuell mal gucken, wie ich das hochlade. Und ja, wir haben die Daily Challenge für diese, die Daily Challenges für diese Woche bereits hinter uns. Heute ist ein normaler Lauf dran. Wir haben in einer der letzten Folgen den Charakter Ghost freigeschaltet, der blöde Waffen hat, sehe ich sofort, für mich jedenfalls, und kann aber die Zeit verlangsamen. Ist der schnell und hat eine harte Schale, aber einen weichen Kern. Okay, der kann die Zeit verlangsamen. Da bin ich ja jetzt schon gespannt drauf. Vor allen Dingen, wann macht man das? Wann macht denn das? Ghost Nail. Eine einfache, aber effektive Nagelwaffe, die Zeit als Munition nutzt. What? Die werde ich nie nehmen. Die hatte ich schon mal in der Beta mit anderen Charakteren irgendwo gefunden. Fand ich kacke. Weil ich brauche meine Zeit. Ich möchte mir gerne meine Zeit nehmen und nicht geben. Außerdem hat er ganz furchtbar viel Panzerung. Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Okay, wir wechseln direkt mal so, dass wir diese Waffe nicht direkt im Anschlag haben. Die mit den Ghost-Nägeln. Und wo kann er jetzt die Zeit verlangsamen? Das würde mich ja interessieren. Außerdem ist er ganz schön frech drauf. Und wir haben direkt im ersten Abschnitt hier so einen fetten Gegner. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Kannst du bitte tot gehen? Also ja, die Waffe. Die Dingsbums-Waffe des Überlebenden. Das ist ziemlich die crappigste Gun, die du überhaupt haben kannst. Merkt man, glaube ich. Wäre doch schön, wenn der hier mal. Du bist voll der Zeitfresser gerade, Junge. Au! Und Lebensfresser auch noch. Oh, komm. Was ist denn hier los, ey? Was für ein beschissener erster Lauf. Also den wünscht man echt keinem. Wisst ihr, und da ist auch schon meine komplette... Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Da ist auch schon komplett meine Panzerung weg. Meine Fresse. Ach, der nächste hier. Was ist denn hier los? Ein Haufen rote Gegner. Also rote, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat. Rote, blitzende Gegner sind stark aufgeladene, quasi Elite. Elite-Version ihrer normalen Ausführung. Und wenn ich den jetzt mal treffen würde, wäre es richtig toll. Ich meine, wir können nämlich auch nicht die Räume verlassen, wenn wir nicht vorher alle Gegner gekillt haben. Das hat jetzt richtig viel Zeit gekostet und meine komplette Panzerung ist weg. Ich bin begeistert. Gott, das ist ja unglaublich. Richtig beschissen. Der Charakter, ich glaube, also das wird so ziemlich die einzige Folge sein, wo ich den anpacke. Weil mir der einfach viel zu viel Blödsinn am Start hat. Toll. Jetzt haben wir da oben dieses dämliche Geschoss irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie die Waffe des Überlebenden verschlimmbessert haben. Im Sinne von noch weniger Schaden oder so, weil das geht ja mal gar nicht. Brauche ich direkt mal eine neue Waffe hier. Halt, stopp, wir können noch nicht raus. Da oben sind noch Gegner. Du bist tot, sehr gut. Haben wir es jetzt ausgezeichnet. So. Immer unten halten erstmal, denn nach oben geht es sowieso. Was war das gerade? Langläufige Schrot hinterher damit. Ach, wer hat mich jetzt getroffen? Was soll denn das? Lass mich mal kurz sehen. Wir sind langläufige Schrotflinte, ein Schrotflinte mit geringem Streuwinkel und relativ hoher Reichweite. Sehr gut. Was hatte ich jetzt eingesammelt? Gerade habe ich gar nicht mitgekriegt. Kein Plan. Auf jeden Fall habe ich schon wieder Schaden bekommen. Verdammt nochmal. Ja, das wird definitiv hier ein Probelauf, der sich mit Ghost wahrscheinlich nicht so schnell wiederholen wird. Ich finde den jetzt schon kacke. Genau wie Siox. Siox war genauso beschissen. Grist gefällt mir eigentlich ganz gut. Seagrist, der jetzt aktuell zweite Charakter, den man hier zur Verfügung hat. In der Beta war es halt Siox Gasflinte. Weiß ich nicht. Nee, ich finde meine besser. Siox, eine drogenabhängige Type, die so ziemlich nie Blutbeutel gefunden hat. Ja? Also eigentlich das Schlimmste, was du haben kannst. Weil drogenabhängig bedeutet, du bist toxisch und je mehr du davon zu dir nimmst, oder ich glaube, je länger du keins davon nimmst, desto du verlierst dann irgendwie Leben, glaube ich. Irgendwie so war der Kniff dabei. Öfters bessere Waffen, ja bitte. Obwohl das Reflektieren jetzt auch geil gewesen wäre, aber naja. So, hier haben wir die Shops. Du hast nichts Vernünftiges. Jedenfalls nichts, was ich mir leisten kann. Und wir haben heute keinen. Wo ist denn jetzt der Stimmhändler?
Was soll denn das? Freigeschaltet habe ich ihn schon. Sehr seltsam. Würde gerne... Oh, Nailsmelter, den ich glaube zu dem wechseln war. Das lohnt sich definitiv. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Stimhändler freigeschaltet habe. Ich habe es in der letzten Folge noch erwähnt. Brandmauer, auf jeden Fall. So, und hier liegt der Nailsmelter. Wir tauschen jetzt einfach mal die Ghost-Gedöns ab und guckt hier die an. Nailsmelter, absolut hammergeil. Ah, und ich bin gestorben, weil ich die Kiste aufgemacht hatte. Ich hatte nur noch ein Leben. Die Kiste enthielt ziemlich viele Granaten und eine davon ist uns direkt in der Fresse explodiert. Okay, super Lauf, hat Spaß gemacht. Du wurdest zu Tode gehackt. Ah, okay, also das war keine Granate, sondern die Truhe selbst. Das ist ja doof. Na gut, wir haben einen Buff nichtsdestotrotz freigeschaltet mit unserer tollen Leistung. Der Überkern, Ground Slam. Sprinte aufwärts und pralle mit einem mächtigen Angriff auf den Boden. Das ist die Fähigkeit von dem Überheinz oder von dem Überhain, einer der Levelbosse. Und die können wir jetzt anscheinend auch bekommen. Oh, es reicht sogar für ein zweites Level. Superschwerer Laser kann in Skymelt gefunden werden. Okay. Wir sind bei, oh Gott, das will gerade mal irgendwie so 6 Minuten. Dann machen wir definitiv noch einen zweiten Lauf dran. Und der ist jetzt Roguelite-mäßig anders als der letzte. Wird hier jetzt eigentlich irgendwo die Seed angezeigt? Nee, ne? Schade. Schade, das haben sie irgendwie immer noch nicht drin. Ich sehe es auch hier nirgends. Hätte mich... Okay, es gibt ja auch keine... Also man kann ja auch keine Seeds einstellen im Levelmenü, so ist nicht. Also von daher brauchst du die Seed auch eigentlich gar nicht wissen. Bei Isaac und ähnlichen Roguelikes ist es halt so... Jeder Lauf, den du startest, der wird halt per Zufall generiert und zwar über eine sogenannte, Dankeschön, über eine sogenannte Seed, eine Kernzahl quasi, mit denen alle Obstacles und so weiter, Zufallsbegegnungen berechnet werden. Und die wird angezeigt, sodass du den Lauf quasi erneut generieren kannst, wenn du im Menü quasi die Zahl eingibst für einen Seeded Lauf, für einen Seeded Run. Und die Option ist hier halt gerade nicht gegeben, um das einfach nochmal zu informieren. Nee, mal, guck mal hier, warte mal, achso, halt, stopp, warte, nein, Raketenmacher wollte, ne? Den kann man eigentlich auch mal mitnehmen, zumindest tauscht es uns die Ghost-Waffe aus, sodass wir zumindest da keine Verschwendung betreiben. Wir müssen halt, also Raketenwaffe muss halt vorsichtig sein, Raketen tun weh in der Nähe, auch dir selbst. Damit hatte ich schon die eine oder andere Bullshitterie. Wegen eigener Doofheit. Achso, siehst du, guck mal an. Hier wurde direkt erstmal auf das vorhandene Loch gezielt, was ich selbst nicht gesehen habe. Aber unsere Rakete anscheinend. So, Brandmauer. Wer gut natürlich schon, ist mir egal. Ich muss mal kurz räuspern. Denn das ist die vierte Aufnahme des Tages hier. Wir nehmen Brandmauer natürlich. So, halt, stopp, da ist ja noch ein Gegner. Nicht zu schnell das Gebäude verlassen hier. Okay, haben wir jetzt einen Waff. Jetzt ist er da. Guck mal, jetzt ist das Stimhändler da. Habe ich den einfach nicht übersehen? Habe ich den einfach übersehen gehabt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bringt er uns nicht wirklich viel, weil der Blutverdünner viel zu teuer ist. Den Scheiß aber auch. Wir brauchen noch 10 Kanastern quasi, um den uns leisten zu können. Da sparen wir doch einfach mal. Also wir sind schon 10, guck mal, oben hast du jetzt so dieses grüne Quadrat. Das heißt, dieses Quadrat ist toxisch und kann sich quasi entzünden, sage ich mal. Dann blubbert so vor sich hin und dann, nach einer Weile verlierst du dann quasi einen Lebenspunkt. Weil du drogenabhängig bist und Drogen sind nicht gut, Kinder. Okay. So, wir sind jetzt bei 85. Wo ist denn der? Hier haben wir keinen Teleporter, ist aber doof. Na gut, dann gehen wir halt zurück. Brauche dringend diesen Blutverdünner. So, hier lohnt es sich jetzt auch nicht mehr, den Teleporter zu nutzen. Hops. Sehr gut. So, Blutverdünner. Bin ich bescheuert? Ach, scheiße. Ja, der Stimhändler nimmt Kohlen, wenn man ihn anquatscht. Der Affe. Och, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Scheiße. Das heißt, auch schon beim letzten Mal hat er uns Kohlen abgezogen. Die dumme Sau, Alter. Wie viel zieht denn der ab? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es dürften 15 sein. Wir hatten ja vorher irgendwie so 85 Cash. Und jetzt haben wir bloß noch 70. Jetzt haben wir wieder 80. Okay, das heißt, wir brauchen mindestens 95,
um den anquatschen zu dürfen, um dann auch was kaufen zu können. So, jetzt sind wir bei 107, das reicht soweit. Das heißt, ja, meine Fresse, nochmal zurück zu dem Penner. Ach, hier ist wieder kein Teleporter. Warte mal, gehen wir mal unten lang. Machen wir noch den Raum, sicher ist sicher. Dann kriegen wir vielleicht genug, um uns noch was anderes leisten zu können. Wäre das nicht schön, wenn ich nicht ständig in die Munition reinlatsche? Das wäre richtig nett. Hier liegt sogar Blutbeutel rum. Dankeschön. Das gefällt mir gut. Mir gusto. Was liegt hier noch rum? Raketenwerfer, Raketenwerfer. Toll. Achso, jetzt haben wir automatisch auch noch was anderes aufgesammelt. Beziehungsweise nicht automatisch, sondern ohne, dass ich es mitbekommen habe. Ganz toll. So, hier mal ein Teleporter zurück zum Stimmhändler, dem gierigen Bastard. Und dann, ja, siehst du, hat er uns wieder was abgezogen. Blutverdünner. Oben links, bops, haben wir eins mehr. Das ist total toll. Aber auch toxisch sind wir jetzt ein bisschen mehr. So, Mist, aber auch Feuerung, bewege dich schneller. Also die Stims, die halten nicht Ewigkeiten. Also mal von dem maximalen Leben jetzt abgesehen. Und mehr können wir uns echt nicht leisten. So eine Rotze, ey. So ein Scheiß. So, unten links. Das ist ein sehr durchwachsener Lauf heute. Allein, weil der Ghost halt so sehr blöde Anfangswerte hat. Ich kann es gar nicht anders sagen. Schutzweste wäre gut auf jeden Fall. Heilung wirkt besser, wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wir haben eh nicht so viel Leben. Dann nehmen wir mal die Schutzweste. Und gehen da weiter. Ja, Black Future 88 ist jetzt übrigens auch für die Switch draußen. Falls das irgendjemand mehr interessiert als PC-Spiele und sich trotzdem auf meinen Kanal verirrt hat, soll ja auch mal vorkommen. Also ja, Black Future 88 auch für die Switch. Und ich weiß gar nicht, ja, Xbox Müller halt, ne, Switch kriegt ja auch relativ häufig da irgendwelche Updates. Hebel ziehen. Wir ziehen mal einen Hebel, lösen wahrscheinlich, ja genau, ein Jäger ist auf der Pirsch, der Stromer. Und der wird uns jetzt hier irgendwie über den Weg rennen. Hier zum Beispiel, okay. Müssen wir jetzt natürlich aufpassen. Der Halunke. Ach, der verdoppelt sich auch noch, die Sau. Und hinterlässt einen Haufen Gasgedöns. Oder sind wir das mit der Gasflinte? Kann auch sein. Auf jeden Fall, wir wären jetzt sowieso alle gestorben, wenn die ganze Bagage jetzt hochgegangen wäre. Hat nicht für Level 10 gereicht. Ist aber schade. Okay, machen wir noch einen Lauf. Ich überlege gerade. Ich glaube, wir machen noch einen... Ja doch, also dafür, dass wir Ghost halt... Gibt niemand auf. Dafür, dass wir Ghost wahrscheinlich nie wieder anpacken werden. Also ich jedenfalls nicht. Können wir ruhig noch einen Lauf starten hier. Kostet ja nicht viel Zeit anscheinend. So, wieder die dämliche Waffe. Man sieht es übrigens unten links bei der Munition dieser Ghost Nails. Die geht die ganze Zeit runter, obwohl wir sie gar nicht nutzen. Liegt halt daran, Black Richter, jawohl. Liegt halt daran, dass nach Zeit geht. Und unsere Zeit nimmt halt permanent ab. Jede Sekunde eine Sekunde. Und deswegen bekommt auch diese Waffe weniger Munition. So, die tauschen wir jetzt trotzdem mal aus, dann ist sie weg. Ich könnte eigentlich mal einen Versuch starten, so schnell wie möglich halt durchzueiern. Machen wir mal, wa? Gehen wir nicht zum Händler oder so, sondern gehen halt mal straight nach oben. Halt, wir gehen einfach mal dem Schädel hinterher. Wir gehen einfach mal der Schädelanzeige hinterher, mal gucken, wo wir da rauskommen. Wahrscheinlich beim Chefchen, mal gucken, wie schnell wir das hinkriegen. Aber müssen halt trotzdem uns durch die hier kämpfen. Aber das geht ja noch. Hier haben wir schon wieder eine Dingens. Also die nehmen wir mit. Wenn wir den über den Weg laufen, warum eigentlich nicht? Brandmauer, gerne. So, nach links sagt die Schädelanzeige, dann gehen wir nach links. Habe ich auch noch nicht gemacht, muss ich sagen. Also einfach mal ist nonchalante komplett in Richtung Gegner, in Richtung Schäffchen geeiert, ohne halt hier mich zu 100% im Level umzugucken. Vielleicht bringt es ja Vorteile, man weiß es nicht. Naja, von der Zeit her auf jeden Fall, ne? Obwohl man dann halt sehr schlecht ausgerüstet bei den entsprechenden Gegnern ankommt. Gott, gehen mir... Ah, diese Gatling-Geschütze gehen mir am meisten auf den Keks. Siehst du, und jetzt müssen wir hier hoch ganz schnell, weil ansonsten Skymelt hält sich den ganzen Scheiß ein. Hat auch geklappt, so ein Mist aber auch. Okay, wir haben ganz wenig Leben. Das gefällt mir nicht. Ja, die Gatling-Geschütze gehen mir meistens auf den Sack, weil die schießen halt so permanent relativ in eine Richtung, streuen das Ganze, den ganzen Blödsinn dann noch ein bisschen. Und wenn du in einer engen Passage stehst,
ist das kacke. Dieser Blutbeutel hat uns gerade überhaupt nichts gebracht, außer dass der das den wenigsten Sky-Meld nicht kriegt. Das haben sie immer noch nicht erinnert, dass man durch Plattform durch angreifen kann. Finde ich gut. Finde ich gut. Vorteile sind ja immer gut. Vorteile für den Spieler. So, letzter Gegner, ausgezeichnet. Da kommen wir tatsächlich bei, ich würde es gerne sagen, weil, aber ich sehe die Zeit leider nicht. Wir kommen bei so und so viel, 14,5 Minuten. Da ist ja der Überhain, alles klar. So, Konzentration auf den Überhain. Der ist nicht wirklich schwer, aber er ist nervig. Weil er sich halt furchtbar schnell bewegt und irgendwie weiß jemand noch nicht, wann der Schaden macht und wann nicht. Außerdem droppt er seine scheiß Drohnen hier. Jetzt macht er definitiv gleich Schaden. Das, was ich ein bisschen seltsam finde, also es ist zwar schön, dass halt in den Bosskämpfen auch Munition gedroppt wird, aber wenn du sie nicht brauchst, ist das kacke. Blutbeutel, Munition, Black Richter, ich habe jetzt gerade aus Versehen mit der Waffe weggeschmissen. Okay, siehst du, und da haben wir den überkernigen Ground Slam. Habe ich in der letzten Folge freigeschaltet? Jetzt, ich bin so verwirrt. Mann. So, Rettungsanker wäre super. Nightpiercer wäre auch super. Ground Slam ist mir egal. Wir nehmen den. Ach du Scheiße, wir haben 3 Leben. Oi. Elektronenpistole tauschen wir definitiv mal aus. Das war die Pistole des Überlebenden los sind. Ich meine, wir nutzen es sowieso nicht, aber egal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir. Ich hasse Raketen. Wie weit wir kommen mit den 3 Leben. Wahrscheinlich nicht sehr weit mit den ganzen Raketenfuzis hier, ey. Blutbeutel, yay. Rein in den Teleporter auch, yay. Und jetzt kommt der Nightbeater, na super. So, dann machen wir wenigstens ein bisschen mehr Schaden, aber ein bisschen mehr Leben wäre mir viel lieber. Was hast du hier? Little Pitchfork ist schon wieder besser als der Laser. Brauchen tut man trotzdem nicht. Könnte hier bitte der Händler sein? Nein, hier ist der Kartenmacher. So, und hier geht es aber trotzdem weiter. Händler bitte. Händler, ausgezeichnet. Blutverdünner, gib mir Blutverdünner. Gott sei Dank, ein Lebenspünktchen mehr. Na Gott sei Dank. So, und hast du vielleicht noch einen Panzer? Du hast zwar einen Flugpanzer, der ist aber kacke teuer. So bist du aber auch. Na gut. Hier, lass mich nochmal angucken. Also hier, Stims ansehen, kosten 15 Tacken, da steht's, ne? Einfach nochmal angeguckt und ausgesprochen. Okay, Granatenkunden, ich hasse die. Da ist wieder die Rakete. Ist blöd, wenn ich hier rankomme, muss ich sagen. So, jetzt haben wir's. Und du musst auch gehen, sehr schön. Ja, was haltet ihr von dem Soundtrack? Ich hatte es gar nicht erwähnt gehabt. Also der Soundtrack selbst hier von Black Future 88 ist irgendwie anscheinend wirklich vom Entwickler selbst produziert oder so. Jedenfalls, den gibt's solo zu kaufen. Habe ich einen Link in der Beschreibung? Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe einen Link reingepackt. Das Geile war halt, ich bin ja, wie gesagt, Beta-Tester. Und zu Release des Spiels habe ich direkt mal vom Entwickler eine E-Mail bekommen. Mit dem Download-Code, beziehungsweise mit dem Aktivierungscode für Steam für den Soundtrack. Also nicht nur, dass ich das Spiel für angenehme 8 Euro in der Beta erworben habe, mit Beta-Access und der Vollversion zu Release. Nein, ich habe auch noch den Soundtrack kostenlos dazu bekommen. Und ich bin also richtig happy drüber. Ich habe mich nicht wirklich doll in der Beta-Phase quasi also beteiligt, sage ich mal, im Discord. Aber ich war immer anwesend, habe 2-3 Bugs angegeben. Aber so wirklich aktiv war ich halt nicht im Gespräch da mit Verbesserungsvorschlägen oder sowas. Und aber dafür halt die ganze Zeit schon zocken dürfen. Bin ich tot? Ich glaube, ich bin tot. Nee, ein Leben haben wir noch, na Gott sei Dank. Wollte ich jetzt sagen. Also jetzt dafür, dass ich nicht aktiv war und dafür spielen durfte und ganz wenig Geld bezahlt habe. Jetzt kommt Profit Nummer 5 hier.
bin ich richtig zufrieden und dafür total überrascht worden dann auch noch mit dem Soundtrack. Ja, und der ist richtig geil. Man hört ihn im Spiel relativ gut, muss ich sagen. Also viele, viele beschweren sich, also im Forum jetzt, die auch im Beta-Prozess halt, die Frage, die im Beta-Prozess kam auch diese Frage. Ja, warum hört man denn hier die Geräusche so wenig und so weiter? Das ist Absicht. Das ist Absicht, dass die Geräusche so ein bisschen gedämpft sind, also erst recht von den Waffen soweit. Das trägt zur Atmosphäre bei und ist gewollt. Ja, so. Und der Soundtrack kommt dadurch sehr gut zur Geltung und wer es vielleicht bemerkt hat, der Rhythmus von den Liedern, der überträgt sich auf die Effekte, die so im Hintergrund laufen. Also oben rechts sieht man es jetzt stark, ich weiß gar nicht, wie es heißt, diese Chromatic Aberration über den Icons, die so schillernd sind, die sind an den Beat angepasst. Ja, deswegen, also ich wollte es mal erwähnt haben. Und der Soundtrack selbst, Synthwave, richtig cool, gefällt mir gut, hätte ich mir auch so gekauft. Aber jetzt habe ich ihn halt kostenlos, ist doch schön. Was kam hier jetzt im Bouncer-Flinte? Was macht die gleich nochmal? Warte mal, die Little Pitchfork, das bist du. Und du bist das, na toll. Ihr macht beide das gleiche, außer dass die Little Pitchfork, glaube ich, direkt Brandschaden verursacht. So, wir sind im dritten Levelabschnitt bei angenehmen 10 Minuten. Also scheint sich wirklich so ein bisschen... Hallo, Granatenschmeißer, du blöder Penner. Ah, ja, schön reingeeiert. Toll. Schmeiß mal noch eine. Bringt jetzt nicht wirklich viel, aber ich wollte mal testen, ob ich auch da ausweichen kann. Wir werden gleich sterben. Ist so. Weil ich zu blöd bin. Ach nee, siehste. Hat geklappt. Diesmal hat's geklappt mit dem Lebensenergie regenerieren. Sehr gut. Also so soll's eigentlich laufen. Ja, du mit dem Rettungsanker sollst du durchdashen, um Lebensenergie zu regenerieren. Und diesmal klappt sogar. Ich bin so begeistert darüber. Achso, du sagst mir so hier unten lang. Da gehen wir hier lang. Ist auch der einzige Ausgang. Ja, und mit Ghost bist du echt die ganze Zeit irgendwie am Nahtod. Das ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Na toll. Was hat mich jetzt getroffen wieder hier? Ah Gott. Ganz geil, sagt ein was. Unten lang. Nein, ich war noch gar nicht tot. Ah. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Ich bin da irgendwie gerade in der Salve drinne gelandet und hatte die Vermutung, dass ich tot war. War aber nicht der Fall. So ein Scheiß aber auch. Okay, die Zaster Gun interessiert mich nicht, denn die verschießt unser Geld als Munition. Feinde droppen mehr Geld. Ja genau, eine Schrotflinte, die Geld verschießt. Oh gut, aber Feinde droppen mehr Geld. Das ist ja schon ein relativer Ausgleich, okay? Gibt's noch was? Wir kriegen sogar noch ein Level. Sehr schön. Kunstblut. Hauptsächlich synthetisches Blut, wahrscheinlich auch etwas Benzin. Kunstblut. Ach so, ja, stimmt. Das war billiges quasi Blutpack, was du beim Stimhändler findest, was aber auch wieder für toxisch sorgt. Okay. Reicht's für noch eins? Ich glaube nicht, ne? Ne, alles klar, Hälfte des Levels. Das nächste ist dann. Ich kenne das Symbol, aber ich kann es jetzt nicht zuordnen. Ich glaube, das ist auch von Dark Prophet die Fähigkeit. Na gut. Ja, nee, dann wäre es das hier heute gewesen mit der Black Future 88 Folge vom wahrscheinlich Sonntag. Ich hoffe, es hat gefallen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bedanke mich fürs Zusehen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.